So, dann gucken wir uns doch hier mal weiter um. Also, da geht's wohl weiter und hier brauchen wir zwei Schlüssel, die wir wahrscheinlich hier und auf der anderen Seite finden. Zauber vorbereiten und dann gehen wir erstmal hier lang. Kommt uns gleich so eine Krexe entgegen, die wir nicht treffen. Nur unser Fernkämpfer trifft sie. Wow. Ja, so ein Ding ins Gesicht zu kriegen, kann sicherlich garstig sein. Deswegen. Und ich höre schon wieder Legionäre. Also untote Soldaten. Und ich treffe die blöde Krähe nicht. Naja, jetzt ist sie tot. Gut. Gucken wir mal, was da weiter ist. Schon mal wieder einen Zauber vorbereiten. Da war gerade ein Glitch. Also hier hinter ist irgendwas. Sollten wir aufpassen, da ist noch eine Krexe. Komm, mein Keulenkämpfer muss mal treffen. Jawohl. Weil sonst kriegt er nur die halben Erfahrungspunkte, wenn er nicht mindestens einmal getroffen hat. Klappt ja eigentlich schon ganz gut mit der Gruppe. Fackeln nehmen wir jetzt auch noch mal ein paar mit. Werden wir vielleicht noch brauchen. Und hier ist ein einigermaßen versteckter Schalter. Ah, seht ihr, da können wir schon die Fackel. Dann stecken wir die hier rein. Die brennt nämlich mit selber Helligkeit. Wie eine volle Fackel. Und irgendwas geht auf. Hier ist was aufgegangen. Da geht's jetzt zu und hier geht's auf. Und noch eine Krexe. Sie sind schon etwas garstig, die Viecher. Vor allem nervig. Aber wir machen sie wenigstens schnell kaputt. So. Hier haben wir auch noch was zum Öffnen. Und haben wieder einen Schlüssel und noch eine Höhlennessel. So. Oder ein Gegengiftkraut. Ich sag jetzt einfach Gegengiftkraut dazu. Das klingt, glaube ich, etwas besser. Und hier ist dann eigentlich nichts mehr so weit. Da hört man wieder die Legionäre. Den lasse ich jetzt mal. Ich setze schon mal den Schlüssel ein. Oh, und ich habe ja Fireburst gefunden, die Schriftrolle. Plus 1 Stärke und der Feuer ist einfach nur das Feuersymbol. Können wir nachher gebrauchen, weil es gibt Gegner, die sind immun gegen bestimmte Schadenstypen, also die Untoten zum Beispiel gegen Gift. Da kommt ganz gut, wenn wir den wenigstens im Fireburst können. Und der braucht ja nur 2 Feuermagie. Sind also nur 2 Skillpunkte. Aber plus 1 Stärke ist gar nicht mal so schlecht für unseren Faustkämpfer hier. Deswegen berührt er jetzt mal die Runen und kriegt die 2 Stärke ab. Okay, dann gucken wir mal hier weiter. Okay, ein Teleporter, der uns zurück teleportiert. Okay, hier haben sie es auch geändert. Früher war der nämlich auf dieser Seite. Jetzt ist er auf dieser. Da müssen wir nämlich hier den Knopf drücken und einfach rückwärts zurückgehen. Und hier muss etwas rüberfliegen. Da lassen wir doch am besten was rüberfliegen. Oh, schöner Quiz.
Und ja, mit der Schleuder macht sie wirklich nicht besonders viel Schaden, genauso wie sie mit dem Speer nicht. Aber dafür war der kritische Treffer von meinem Keulenkämpfer ansehnlich. Noch nicht. Noch ein Gegengiftkraut. Schriftrolle für Schock gibt ein Dexterity. Dexterity kriegt er ja durch seine Faustkämpferfähigkeit. Das könnte er eigentlich gut gebrauchen. Ihre Dexterity ist ja höher. Nee. Fernkampfwaffen haben, glaube ich, soweit ich weiß, auch gar keine Treffsicherheit. Die treffen immer. Dann gebe ich mal das Dexterity ihm hier. So. Dann ist sein Ausweichen etwas höher und auch seine Trefferchance. Habe ich den Schlüssel schon genommen? Nein. Ich habe nämlich irgendwie die Befürchtung, dass was passiert, wenn ich den Schlüssel nehme. Das war nämlich gesagt, das ist nämlich ein bisschen zu einfach. Aber nö, passiert nichts. Das Wurfmesser können wir wieder mitnehmen. Und mal gucken, was hier unten ist. Pilz. Ein Pilz. Hoffentlich ist es nur der eine, dass wir nicht gleich hier eingekesselt werden. So, das war einmal ein Pilz. Und da ist noch so ein Grimcap. Und eine gekochte oder gedünstete Küchenscherbe. Yam, yam. Also es gibt leckere Sachen im Mount Grimrock zu essen. Wenn ihr auf kulinarische Küche steht, auf außergewöhnliche, kommt sie in Mount Grimrock. Die Skelettkellner werden euch gut bedienen oder so ähnlich. So. Aber jetzt haben wir den zweiten Schlüssel. Klick. Tür geht auf. Und wir können in den Teleporter springen. Und kommen hier irgendwo raus. Ah, sie hat Hunger, sie sollte was essen. Ein Whitewood. Also ein Weißholzstab. Dieser magische Stab ist sehr mächtig, ist eine sehr mächtige Waffe, wenn sie von einem fähigen Magier geführt wird. Also, wir können ihr jetzt den Stab in die Hand geben und jetzt kann sie über den Stab zaubern. Kriegt sie 5 mehr Energie. Das ist zwar nicht gerade sehr viel, aber es ist wenigstens besser als gar nichts. Oder besser als die bloße Hand. Nick. Tür geht auf. Und der Pilz will spielen. Komm. So, das war's mit dem Pilz. Aber wo ein Pilz ist, können immer noch mehr sein. Oder sogar die kleinen Brüder, die Giftbolzen schießen. Aber bis jetzt sehe ich noch keinen davon. Okay, ich greife den einen an, da kommt der andere auf mich zugelatscht.
Kommt doch her, wenn ihr euch traut. Das war ein Quid. Ein schöner Quid. Dann stechen wir mal zu und sparen etwas. Bleibst du da? Hallo? Nein, für die spare ich mir mal das Mana. Da reicht das Zustechen gerade auch. Weil wenn wir wirklich auf so einen Kampf Brokkoli treffen, da so einen vergiftenden, dann sollten wir das Mana haben. Aber sie sollte trotzdem mal treffen. Oh, Erdbeben. Aua. Das macht Schaden. Und das macht gut Schaden. Ah, jetzt hat sie getroffen. Und Level Up sogar gleich. Sehr schön. Okay, er hat wieder Hunger. Dann isst mal das Maulwurfsfleisch. Dann kriegt er jetzt mal 3 Punkte hier rein und 1 Punkt hier. Und jetzt kann er die Weste tragen. Jetzt kann sie, dass sie oben rum nicht mehr nackig rumläuft. Sehr gut. Er hat zwar weniger Attack Power, aber trifft öfter. Nebenbei die Heiltränke sollten wir mal erneuern, auch wenn wir dann keine Heilkräuter mehr haben. Das war falsch. So. So. Sie hat zwar noch ihren Mana-Trank da, ihren Energietrank, aber sollten wir jetzt nicht so verschwenderisch mit sein. Der ist für Notfälle. Ich glaube, ich gehe wirklich auf Missile, also auf Schusswaffen. Bei Wurfwaffen. Ich habe gerade einen Pilz laufen gehört, Entschuldigung. Weil die Sachen hier klingen etwas besser als hier. Hier kriegt sie mehr Stärke eigentlich. Das wäre eigentlich praktischer. Wenn sie Wurfwaffen nehmen würde, dann. Aber bei Schusswaffen hätten wir halt die verzauberten Pfeile. Attack Power 11, Attack Power 8. Ich glaube nämlich nicht, dass wir die Sachen hier so finden. Also in solchen Formen wie Giftpfeile, Feuerpfeile und so. So würde sie mehr Leben kriegen. Mehr Leben und mehr Stärke. Und so kriegt sie halt Geschicklichkeit und Energie. Das ist, glaube ich, besser. So. Da macht sie schon mal etwas mehr Schaden mit den Geschosswaffen. Und sie kriegt jetzt 10 auf Spellcraft und kann sie schneller zaubern. Da ist ein Knopf zum Öffnen. Und da ist etwas Brot zum Essen. Rasten wir mal kurz. Oh, noch ein Traum. Jupp. Bist du immer noch da? Ich weiß einen Weg nach draußen. Aber ich kann es nicht alleine dorthin schaffen. Wir müssen zusammenarbeiten. Begebe dich zum Grund des Berges. Wir treffen uns dort. Okay. Wer auch immer da unten auf uns wartet.
Hier ist schon mal ein großer Raum. Und da sind Pilze. Okay, die Tür kann man nicht mehr schließen. Hier war noch gar nicht offen. Ah. Oh, das ist ja mies. Die Wand ist aufgegangen, als ich die Tür geöffnet habe. Das ist jetzt aber gemein. So, ein Level-Up für Tarion. Gucken wir erstmal, was hier drin ist. Noch ein Stein. Eine Lederkappe und ein Poison Shield. Okay, Giftresistenz kann mal... Ja. Sollte er hier kriegen, Giftresistenz. Drei Punkte, wo kommst du her zur Hölle? Ich hasse diese kleinen Kampfbrokkolis. Vor allem, wenn sie auch noch sich anschleichen. Habe ich mich jetzt erschrocken, ey. Aber ja, er kriegt jetzt auch drei Punkte in Armor und einen Punkt in Streitkolben. Dann kann er auf der nächsten Stufe schon mal seinen Bash, der doppelten Schaden macht. Der macht jetzt schon gut Schaden. Und wir geben ihm ein Schneckenstück zum Essen. So. Und am besten noch eine neue Fackel in die Hand. Die kann er mal behalten. Nimmt er die. Obwohl, die gebe ich mal mir, dass ich sie nicht verwechsel, die Fackeln. Weil da habe ich nämlich gerade einen Fackelhalter gesehen und ich... Guck mal, was der macht. Aber das erst in der nächsten Folge. Ich speichere hier jetzt mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder.